meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Professor Lücke, sehr geehrter Herr Maßmann, sehr geehrter Herr Professor Utscher, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Tagung Die Sicherheitsgesellschaft im Kontext realer und gefühlter Risiken. Ein spannendes Thema, mit dem wir uns heute möglichst kontrovers beschäftigen wollen. Doch zunächst möchte ich mich selber vorstellen. Ich bin Marfa Heimbach. Ich werde Sie durch die Tagung führen, begleiten. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden oder an Dorothee Bartlakowski, die hier in der zweiten Reihe gerade winkt. Und nun möchte ich zur Begrüßung den Präsidenten der Universität Osnabrück hier aufs Podium bitten, Professor Dr. Wolfgang Lücke. Sehr geehrter Herr Polizeipräsident Maßmann, lieber Herr Utscher, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie können sich vorstellen, was es für einen Aufwand gekostet hat, am Wochenende noch in den USA dafür zu sorgen, dass Donald Trump mal wieder lostwittert, um dieser Tagung noch, sagen wir mal, die Krone, jetzt ist gerade der Titel weg, aber um dieser Tagung noch mal seine Berechtigung auch aus amerikanischer Sicht zu verleihen. Die Sicherheitsgesellschaft im Kontext realer und gefühlter Risiken und wie dramatisch das Thema ist, wer heute Morgen den Deutschlandfunk gehört hat, der weiß, dass es durchaus auch Hinweise gibt, dass man vielleicht das Problem vor Ort lösen muss, weil es im internationalen Strafrecht so gebräuchlich ist. Aber wir werden das ja sehen. Ich freue mich, dass diese gemeinsame Veranstaltung des Instituts für Islamische Theologie und Polizeidirektion heute bereits zum 6. Mal an unserer Universität stattfindet. Der Erfolg dieser besonderen Formats fußt auf der fruchtbaren langjährigen Kooperation zwischen dem Institut und der Polizei, was ja an Universitäten durchaus ungewöhnlich ist. Denn normalerweise wollen wir ja immer nie Polizei in der Universität haben, aber heute freuen wir uns ganz besonders, dass es mal umgekehrt der Fall ist. Persönlich begrüßen möchte ich an dieser Stelle den ehemaligen Polizeipräsidenten von Osnabrück und heutigen Verfassungsschutzpräsidenten, Herrn Wittau, der die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgetragen hat. Lieber Herr Wittau, seien Sie zugleich freue ich mich, dass Ihr Nachfolger in Osnabrück, der neue Polizeipräsident, diese wichtige Kooperation fortführen wird. Lieber Herr Maßmann, seien auch Sie herzlich willkommen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Insbesondere im Bereich der Radikalisierungsprävention arbeiten das IIT und die Polizeidirektion eng zusammen. Neben der Lehramtsausbildung liegt ein wichtiger Schwerpunkt des Instituts für Islamische Theologie auf der Forschung rund um das Thema Radikalisierungs- und Extremismusprävention. Diverse drittmittelgeförderte Forschungsprojekte konnten in diesem Bereich in den letzten Jahren durch das IIT an die Universität Osnabrück geholt werden. Die Forschung, die am IIT zu diesem Bereich betrieben wird, ist bundesweit einmalig. Als federführend in diesem Forschungsfeld sind insbesondere Professor Dr. Rauf Ceylan und Dr. Michael Kiefer zu nennen. Gleichzeitig leistet das IIT unter anderem mit seinen vielfältigen Veranstaltungen wichtige Aufklärungsarbeit. In diesem Zusammenhang kooperieren unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht nur mit der Polizei, sondern auch mit der Stadt, gemeinnützigen Vereinen und den Osnabrücker Krankenhäusern. Durch seine zahlreichen Fachtagungen zieht das IIT internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem In- und Ausland nach Osnabrück. Diese Tagungen werden auch von den Medien und der breiten Öffentlichkeit mit großem Interesse wahrgenommen. Und jetzt werfe ich mal das ganze Papier, was ich mitgebracht habe, weg, weil ich doch die Gelegenheit nutzen muss, mal ein paar klare Worte loszuwerden. Und Sie werden mir das nachsehen. Am letzten Samstag hat hier die lokale Presse darüber berichtet, dass dieses Institut, sagen wir mal, in einer besonderen Situation sei, und hat dann festgestellt, dass die Studierendenzahlen rückgängig sind, was in der Tat so ist, und dass auch möglicherweise die Ursachen darin begründet liegen, dass die Professuren nicht alle besetzt sind.
Dazu möchte ich doch ein paar Hinweise geben und die möchte ich Sie auch mit nach Hause zu nehmen. Erstens, dieses Präsidium, und dem ich vorstehe, steht komplett hinter diesem Institut, um das nochmal ganz deutlich zu sagen. Wir sind froh, dass wir das Institut für Islamische Theologie hier an der Universität haben, wenn auch festzustellen ist, dass das gerade wegen des öffentlichen Interesses nicht so ganz einfach ist wie beispielsweise ein Institut für Experimentalphysik oder so etwas. Das liegt in der Natur der Sache. Wir freuen uns, und weil diese Bedeutung dieses Instituts in Osnabrück so hoch eingeschätzt wird, haben wir viel politische Unterstützung von den lokalen Landtags- und Bundestagsabgeordneten aller bis auf wenige Parteien, die ich ausdrücklich loben möchte, die sich immer für dieses Institut einsetzen, gerade auch hier die Abgeordneten aus Osnabrück in einem breiten politischen Spektrum, was von der Regierungspartei in Hannover bis über Teile der Opposition hinweg gilt. Dafür meinen ganz herzlichen Dank aus Sicht des Präsidiums. Ganz herzlichen Dank auch an das MWK, was uns in dieser Weise immer wieder unterstützt. Wir sind dabei, und das ist in der Tat eine kritische Situation, dass wir natürlich versuchen müssen, unseren Weg für dieses Institut zu finden. Deutschland hat insgesamt ein Problem damit, den Weg zu finden, wie es denn mit seinen Muslimen und der islamischen Theologie umgeht. Das ist eine gesellschaftspolitische Herausforderung, die natürlich auch an einer Universität nicht vorbeigeht. Und wir haben hier einen großen Vorteil. Wir sind viel weiter als andere. Ich vertrete hier nicht ein Institut, das in einer großen Stadt liegt, oder gegründet werden soll, die drei Opernhäuser nicht mal richtig finanzieren kann und wo sie 2 Jahre brauchen, bis sie vielleicht mal einen Reisepass bekommen. Das möchte ich mal ganz deutlich sagen. Wir sitzen hier an einem Standort, der ganz anders aufgestellt ist. Wir müssen auch keine Fledderei betreiben, indem wir hier irgendwo wissenschaftliches Personal oder so von Osnabrück nutzen, um es irgendwo anders einzusetzen, damit dort auch etwas aufgebaut wird. Das wäre gar nicht nötig. Ich komme aus einem Bereich der Agrar- und auch der Forstwissenschaften. Die Forstwissenschaften in Norddeutschland haben nicht in jedem Bundesland ein eigenes Institut. Da gibt es eins in Göttingen, das arbeitet für Schleswig-Holstein, das arbeitet für Hessen, Niedersachsen, Bremen und Hamburg gleichzeitig. So geht es auch. Aber hier wird nun irgendwo versucht, politisch opportun zu sein und nun baut man was auf, wohl wissend, dass der wissenschaftliche Nachwuchs in diesem Bereich nicht so dick gesät ist. Wozu führt das? Dass wir zu Verwerfungen, die dahin gehen, dass man dann vom Standort A Leute an den Standort B versucht abzuwerben. Das ist richtig und das Wissenschaftssystem will das ja auch so. Und dem stellen wir uns auch. Das muss ganz klar sein. Aber wir laufen nicht in eine Gefahr hinein, dass der Bestand des Institutes in irgendeiner Form auch nur bedroht ist. Ganz im Gegenteil, wir werden bis zum Ende des Monats dem MWK ein Papier vorlegen, wo wir die Weiterentwicklung des Institutes gestalten und auch deutlich machen, wie es sich weiterentwickeln wird. Und ich weise darauf hin, und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir dies aus einer exzellenten Position heraus tun. Wir wissen, was wir tun. Warum wissen wir das? Weil wir schon seit Jahren ein solches Institut vor Ort haben und erproben konnten, empirisch erproben konnten, was gut geht und was vielleicht nicht so gut geht. Und aus dem haben wir jetzt versucht, eine Synthese zu ziehen, mit Hilfe des Landes Niedersachsen, mit Hilfe des Wissenschaftsministeriums hier im Lande. Es gab eine externe Begutachtung, wo uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anderer Standorte, die dem Fach nahestehen, nochmal beraten haben, wie es weitergehen kann. Und auf der Basis dieses Expertengutachtens haben wir jetzt die Position des Institutes neu definiert und stärken es jetzt und werden es in eine Zukunftsrichtung bringen, die deutlich besser aufgestellt sein wird als irgendetwas anderes, was es in der Republik hier sonst noch gibt. Da habe ich wirklich, ich bin kein Osnabrücker, aber da habe ich ein großes Selbstbewusstsein. Das kann ich Ihnen sagen. Ich komme ja aus Göttingen, das ist ja eigentlich eine ganz andere Universität. Jetzt bei Ihnen tue ich aber nicht. Ich möchte nochmal ausdrücklich würdigen, dass diese Situation für alle Beteiligten extrem schwer ist. Wenn sie so einfach wäre, würde es vielleicht, wie sich manche das vorstellen, würde es diese Tagung ja gar nicht geben. Nicht, dass ich mir wünschen würde, dass wir hier tolle Tagungen machen. Aber gerade dieses Spezialthema, jetzt steht dort immer Grußworte drin. Ich hoffe, es ist keine Wutrede geworden.
muss aber sagen, dass ich mich einfach freue, dass Sie alle hier sind. Und es wäre auch schön, wenn Sie hier sein könnten, aber wenn der Anlass vielleicht nicht manchmal ganz so kritisch wäre, wie er im Augenblick ist. Es muss aber bearbeitet werden. Und ich sage Ihnen jetzt nochmal, niemand kann das besser im Augenblick als wir, weil wir helfen ja den anderen auch. Und wir werden dieses Institut weiter aufbauen. Die erste Professur für soziale Arbeit ist gerade, ich habe am Montag den Freigabeantrag unterschrieben, die geht jetzt auf die Reise und die anderen kommen sofort dazu, wenn dieses Commitment mit dem MWK steht. Und es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass das Land Niedersachsen das nicht will oder in anderer Form will. Jedenfalls nicht die Parteien, die hier in diesem Land Verantwortung tragen oder schon getragen haben. Das möchte ich nochmal deutlich machen. So, und jetzt, was kann ich jetzt noch sagen? Ich gehe wirklich erleichtert weg, weil mir das einfach mal wichtig war, Ihnen das alles zu sagen. Und ich bitte um Nachsicht, ich muss leider gleich weg, weil ich um 10 Uhr eine Sitzung Verwaltungsrats des Studentenwerks leiten muss, dessen Vorsitzender ich bin. Es ist also kein Desinteresse, dass ich hier bleibe. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind und ich freue mich, dass Sie diese Tagung immer so interessiert verfolgen und ich kann Ihnen versichern, solange es Bedarf gibt, wird diese Tagung auch weiter stattfinden und sie wird auch weiter in Osnabrück stattfinden. Wo denn sonst? Dankeschön. Vielen Dank, Herr Professor Lücke, für dieses deutliche Bekenntnis zur islamischen Theologie hier an der Universität Osnabrück. Diese Tagung findet in Kooperation mit der Polizei Osnabrück statt und deshalb bitte ich nun Herrn Michael Maßmann, den Polizeipräsidenten seit Januar 2019. Herzlichen Glückwunsch hier aufs Podium. Ja, sehr geehrter Herr Professor Lücke, sehr geehrter Herr Professor Utscher, sehr geehrter Herr Witter, lieber Bernhard, liebe Gäste. Nach den Worten von Professor Lücke kann ich fast nur noch verlieren. Das waren ja keine wirklichen Grußworte, sondern das war etwas, was mit Herzblut geschrieben war. Und ich mache das mal stellvertretend für alle, die hier im Saal sitzen. Ich möchte einfach Beifall klatschen. Für das, was er eben zur Zusammenarbeit und für den Wert des Institutes in der Kooperation und in der Region gesagt hat. Ich möchte Sie natürlich auch ganz herzlich begrüßen am heutigen Tage in der Friedensstadt Osnabrück und möchte mich bei denjenigen bedanken, die diese Veranstaltung so engagiert vorbereitet haben. Ich glaube, wir haben wirklich hervorragende Rahmenbedingungen im schönen Schloss und wie ich in den letzten Tagen gehört habe, immer wenn das Symposium läuft, haben wir auch gutes Wetter, vielleicht kommt die Sonne nachher noch raus. Ja, zu Beginn meiner Grüßung möchte ich mich meinem Vorgänger nochmal zuwenden, Bernhard. Lieber Bernhard, ich bin froh, dass du heute da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, hieran teilzunehmen. Warum betone ich das? Bernhard Witthaut hat mit Beginn seines Antritts als Polizeipräsidenten genau diese Kooperation mit Ihnen, Herr Professor Utscher, ins Leben gerufen. Und ich glaube, beide haben es gelebt. Und das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit in der Friedensstadt Osnabrück, die, wie ich, glaube ich, ganz deutlich sagen darf und wie Professor Lücke das eben auch schon gesagt hat, bundesweit beispielgebend ist. Und wir sollten uns von diesem Weg auch in keiner Art und Weise abbringen lassen. Insofern darf ich mich bei Ihnen beiden nochmal zu Beginn meiner Begrüßung sehr, sehr herzlich bedanken für das, was in den letzten Jahren auf den Weg gebracht worden ist. Ich darf persönlich auch sagen, dass ich die Veranstaltung in den letzten Jahren selber immer besucht habe und sehr interessiert war an den Themen, die hier eine Rolle gespielt haben. Und ich glaube, ganz wichtig ist vom Konzept der Veranstaltung, dass das nie eine Veranstaltung für Führungskräfte gewesen ist, sondern eine Veranstaltung für Leute, die mit dem Thema direkt zu tun haben, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie auch für weitere interessierte Professionen, um hier ins Gespräch zu kommen. Und in dem Zusammenhang darf ich einfach nochmal auf die 6 Themen der letzten Jahre verweisen. 2014 haben wir hier begonnen mit dem Thema der neosalafistischen Mobilisierung mit entsprechenden Präventionsansätzen in Schule, Jugendhilfe und Gemeinden. 2015 haben wir uns dem Thema der muslimischen Seelsorge und Notfallbegleitung im polizeilichen Kontext zugewandt.
2016, ganz spannend, haben wir uns dem Thema der Flüchtlingswellen im Spannungsfeld zwischen staatlichem Auftrag und religiösem Ideal zugewandt. 2017 ging es dann um Jugendextremismus und soziale Räume. Und im letzten Jahr haben wir Polizei und soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft mit vielen spannenden Diskussionen hier in den Fokus genommen. Und ich glaube, das waren in der Summe 6 schöne Themen, die auch wirklich in die Zeit der jeweiligen Jahre passen. Und dann darf ich vielleicht auch zum heutigen Thema kommen, die Sicherheitsgesellschaft im Kontext realer und gefühlter Risiken. Dazu haben Sie bestimmt alle den Flyer gesehen. Und ich möchte auf das Bild verweisen, das wir hier sehr bewusst gewählt haben. Wenn wir auf das Titelbild gucken, dann zeigt es einen wunderbaren architektonischen Teil des Doms in der Osnabrücker Innenstadt im Dezember 2018 und im Vordergrund die sehr funktionellen, optisch eher sehr hässlichen Antiterrorsperren aus Beton. Das harmonische Bild der Friedensstadt zur schönen Weihnachtszeit ist in dem Fall nicht mehr harmonisch, wenn man auf dieses Bild fokussiert. Das Bild symbolisiert eigentlich sogar eindrucksvoll die gespaltene Wahrnehmung und die gespaltene Kriminalitätswahrnehmung vieler Bürgerinnen und Bürger. Aus dem Bild kann man folgende Botschaften ableiten. Erste Botschaft: Da ist etwas oder da könnte etwas passieren. Das Risiko besteht jederzeit. Seien Sie aufmerksam. Andererseits kann auch die Botschaft daraus gezogen werden: Sie können sicher sein, wir tun unser Bestes, um Ihre Sicherheit zu garantieren. Aber, und das ist die entscheidendere Botschaft, es könnte sein, dass Sie sich daran gewöhnen müssen. Sind diese Bilder also sozusagen die Vorboten einer sogenannten Sicherheitsgesellschaft? Sehr verehrte Gäste, als Polizeipräsident fühle ich mich bei diesem Begriff zugegebenermaßen etwas zwiegespalten. Sicherheit ist für jeden, der bei uns lebt, ein absolut menschliches Grundbedürfnis. Für die Gewährleistung der Sicherheit möchten wir als Polizei mit unseren fast 3000 Mitarbeitern in der Polizeidirektion und mit vielen weiteren Partnern der inneren Sicherheit, die möchte ich nicht vergessen, auch die Kommunen spielen da eine sehr entscheidende Rolle, für diese Frage möchten wir sehr verlässlich einstehen. Für die Bürgerinnen und Bürger in der Region und für den Rechtsstaat. Daran wollen wir alle auch gemessen werden. Aber Sicherheitsgesellschaft klingt zunächst nach vielen harten Exekutivmaßnahmen, vielleicht auch nach totaler Überwachung, Kontrolle, Begrenzung von Freiheiten und Angst. Nach meiner persönlichen Überzeugung also deutlich negativ und deutlich nicht erstrebenswert. Doch was können wir als Polizei tun, um solch einer Entwicklung entgegenzutreten, ohne dass die Sicherheit darunter leidet oder auf der Strecke bleibt? Wir können uns auf unsere Kernaufgaben konzentrieren und dabei, ohne nach links und rechts zu schauen, entstehende Entwicklung nicht erkennen. Also neuen Komplexen oder komplexen neuen Phänomenen, wie beispielsweise der Cyberkriminalität, aber natürlich auch den Gefahren des islamistischen Terrorismus, wie auch des Rechts- und Linksextremismus, weitestgehend deren natürlichen Lauf lassen. Das wollen wir natürlich nicht. Mir sind Rahmenbedingungen, die die Wahrung bürgerlicher Rechte und eine ausreichende Kontrolle gleichermaßen berücksichtigen, nicht nur als Präsident, nein, sondern besonders auch als Mensch aus der Region, besonders wichtig. Sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen fällt sicherlich auf, dass es nicht leicht ist, auf diese Fragen schnelle, plausible, einfache und vielleicht auch richtige Antworten zu finden. Deshalb freue ich mich, dass wir heute Fachleute aus unterschiedlichsten Bereichen hier haben, um genau diese Fragen zu diskutieren und vielleicht die ein oder andere Antwort am Ende des Symposiums für diese schwierigen Fragen zu haben. Deshalb möchte ich zum Beginn nochmal auf den Schwerpunkt des Themas eingehen, des heutigen Symposiums eingehen. Handelt es sich bei Unsicherheiten der Bevölkerung überwiegend um Sorgen,
die sich aus einer verheerenden Kriminalitätswirklichkeit ableiten. Vor einigen Monaten präsentierte die R&V-Versicherung, wie seit 30 Jahren, die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage Die Ängste der Deutschen 2018. Und in der vergangenen Woche wurde der Sicherheitsreport 2019 des Zentrums für Strategie und höhere Führung veröffentlicht. Zusammenfassend darf man sagen, dass die Ängste der Deutschen überdurchschnittlich hoch sind. Jeder fünfte Bundesbürger fühlt sich nicht sicher. Fast die Hälfte der Bevölkerung hat das Gefühl, in einer besonders unsicheren Zeit zu leben. Jeder Dritte hat den Eindruck, dass die Sicherheitslage im näheren Umfeld in den letzten Jahren sich erheblich verschlechtert hat. Haben wir es also tatsächlich mit einer nie dagewesenen Kriminalitätsbedrohung zu tun? Die Umfrageergebnisse und auch objektive Kriminalstatistiken kommen zu einem anderen Schluss. Demnach nahmen die Sorgen vor Terrorismus in den Jahren 2016 und 2017 eine absolute Spitzenposition ein. Sie bilden allerdings, und das muss man auch ganz deutlich sagen, im Langzeitvergleich eher die absolute Ausnahme. Verehrte Gäste, aktuell übertrumpft Donald Trump mit seiner Politik alle anderen Ängste. Auch insgesamt haben die Deutschen Angst, dass Politiker mit ihren Aufgaben überfordert sind. Zuvor, in den Jahren 2004 bis 2015, dominierten 12 Jahre lang ausschließlich monetäre Sorgen über steigende Lebenshaltungskosten, entstehende Kosten aus der EU, Schuldenkrise, die Angstplatzierung, sozusagen die Angsttabelle. Dies bestärkt mich in der Auffassung, dass sich die zweifellos existierende Kriminalitätsfurcht aus einem Mix von sozialen Unsicherheiten zusammensetzt. Aber Ängste, auch kriminalitätsferne Ängste, wie gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen, Arbeitslosigkeit, die Flüchtlingsproblematiken, Klimawandel oder aber die Gesundheitsvorsorge spielen daneben eine große Rolle. Sie haben letztendlich aber keine Ursache im konkreten Kriminalitätsgeschehen. Andererseits stechen die heutigen Phänomene, insbesondere des islamistischen Terrorismus, durch das abstrakt hohe Risiko von Anschlägen unweigerlich hervor. Sicher, statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, im Haushalt oder im Straßenverkehr zu verunglücken, als Opfer eines Terroranschlages zu werden, erheblich höher. Aber ich sage Ihnen auch, die gesellschaftlichen und sicherheitspolitischen Auswirkungen eines weiteren NSU oder eines weiteren Anis Amri möchte ich mir auch mit Blick auf die traurigen Geschehnisse zum Jahreswechsel in Frankreich und in den letzten Jahren in Frankreich nicht wirklich vorstellen. Diesen Themen müssen wir uns zuwenden und dabei, das möchte ich auch nicht vergessen, die entsprechenden individuellen Schutzmechanismen, insbesondere auch des Datenschutzes, nicht außer Acht lassen. Wie Sie merken, die Sache bleibt kompliziert. Welche Möglichkeiten haben wir noch, hoffentlich bestehenden Unsicherheitsgefühlen, Risiken oder gar Ängsten der Bürgerinnen und Bürger konstruktiv zu begegnen? Ich wage einen ersten Schritt. Sachlich nüchterne und selbstverständlich neutrale Kommunikation. Es muss darum gehen, die Bevölkerung über die durch Kriminalität drohenden Gefahren und Risiken aufzuklären und mögliche Maßnahmen an den Sicherheitsbedürfnissen verschiedener Personengruppen, Männer und Frauen, jung und alt, auszurichten. Das ist durchaus unterschiedlich. Dazu wünsche ich mir aber auch eine deutliche Entdramatisierung von Kriminalitätsrisiken in den Medien. Wobei ich mich in Zeiten von Fake News davor hüte, die Medien allein in die Verantwortung zu nehmen. Aus der Forschung ist bekannt, dass nicht die Medien, sondern die Empfänger, die Kunden, grundsätzlich ihre eigene Medienwirklichkeit produzieren. Dinge, die überhaupt nicht zu dem passen, was wir wissen, nehmen wir nicht wahr. Oder anders formuliert, Gewolltes wird übernommen, alles andere wird ausgeblendet. Aber reicht Kommunikation alleine? Ich denke nicht. Wie einige von Ihnen wissen, bin ich seit langer Zeit ein ausgesprochener Freund von Vernetzungen unterschiedlichster,
und auch manchmal unkonventioneller Art. Gerade die Polizei mit ihrer Arbeit direkt an den Menschen erkennt quasi wie ein guter Seismograf sehr frühzeitig gesellschaftliche Schieflagen. Ich glaube, sagen zu dürfen, die Polizei ist überaus flexibel, vielseitig einsetzbar, aber auch sie kann an ihre Grenzen stoßen. In einer turbulenten Welt mit komplexen Gefahren ist die Vernetzung weiterer gesellschaftsrelevanter Akteure für eine erfolgreiche Bewältigung dieser Probleme aus meiner Sicht alternativlos. Herr Professor Lücke hat eben schon mal darauf hingewiesen, die Dialogarbeit, die wir hier mit dem Institut haben, das Netzwerk Präsenz, was, glaube ich, sehr erfolgreich gelaufen ist, die Bekämpfung häuslicher Gewalt in einer überdimensionalen, in einer sehr guten Netzwerkarbeit, überdimensional ist deutlich der falsche Begriff, die überregionale Zusammenarbeit in der Bekämpfung von Wohnungseinbruchsdiebstahl, die Zusammenarbeit mit den Niederlanden oder jetzt ganz frisch das aktuelle Projekt zum Start Haus des Jugendrechts, haben alle die gleiche Zielrichtung. Sie vernetzen Partner miteinander, sodass am Ende die Ergebnisse für die Bürgerinnen und Bürger deutlich besser werden. Verehrte Gäste, wie auch in den vergangenen Jahren sind heute wieder unterschiedlichste Professionen hiermit vertreten. Wissenschaftliche Forschung, praktische Polizeiarbeit, Akteure weiterer Disziplinen und selbstverständlich auch interessierte Bürgerinnen und Bürger. Eines steht jedoch fest, das Thema Sicherheit polarisiert. Und ich bin mir sicher, dass nicht nur unter den heutigen Referenten, nein, auch unter den Teilnehmern in dieser wunderschönen Schlossaula die unterschiedlichen Standpunkte vertreten sind und verteidigt werden. Und das ist auch gut so. Es liegt mir ganz besonders am Herzen, dass wir heute zu kontroversen Diskussionen kommen, dass jeder Einzelne sich vielleicht mit einbringt, sowohl hier im großen Plenum als auch hinterher in den Arbeitsgruppen. Wenn wir miteinander im Gespräch sind, sind die Ergebnisse immer besser. Das hat auch der Bundespräsident Steinmeier zum Jahreswechsel sehr deutlich aufgenommen. Miteinander reden ist auf jeden Fall der richtige Weg, auch wenn man anderer Meinung ist. Ich hoffe für heute, dass jeder Einzelne von Ihnen wertvolle Erkenntnisse mitnimmt für seine tägliche Arbeit und für ein vertrauensvolles Miteinander. In diesem Sinne wünsche ich dem 6. Symposium interessante Vorträge, einen lebhaften und auch kontroversen Gesprächsverlauf. Vielen Dank und viel Erfolg für heute. Vielen Dank, Herr Maßmann. Und nun bitte ich den Direktor des Instituts für Islamische Theologie, Professor Bülent Uçar, zu seinem Grußwort nach vorne. Herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Maßmann, Herr Professor Lücke hat sich gerade verabschiedet, aber unsere Vizepräsidentin Martina Blasbeck-Kunke habe ich gerade soeben gesehen. Sie ist auch schon mittlerweile weg, auch gut. Sehr geehrte Polizeipräsidenten und Vizepräsidenten, sehr geehrte Inspektionsleiter, sehr geehrte Angehörige der Polizei, verehrte Gäste. Als Direktor des Instituts für Islamische Theologie der Universität Osnabrück darf auch ich Sie herzlich hier in der Aula unseres Schlosses begrüßen. Zunächst möchte ich mich herzlich bei Herrn Witthaut für die langjährige Zusammenarbeit, den steten Austausch und die gegenseitige Unterstützung bei fachlichen Fragen bedanken. Diese Gespräche habe ich persönlich nicht nur als kollegial und beruflich empfunden, sondern sehr häufig auch menschlich sehr fundiert, sehr offen und auch sehr herzlich. Und dafür möchte ich Ihnen auch persönlich nochmal ganz herzlich danken, Herr Witthaut, und wünsche Ihnen alles Gute in Ihrem neuen Aufgabenbereich. Lieber Herr Maßmann, Sie möchte ich natürlich zu Ihrer neuen Position als Präsident der Polizeidirektion Osnabrück beglückwünschen. Ich hoffe auf eine Weiterführung der bisherigen Kooperation.
was vor 6 Jahren als neuartiges Format einer vertrauensvollen Zusammenarbeit in Osnabrück begann, ist längst Tradition geworden. Und im 6. Jahr kann man, glaube ich, von einer Tradition sprechen, das ist erlaubt. Und so darf ich Sie auch heute zum inzwischen 6. Symposium des Instituts für Islamische Theologie der Universität Osnabrück und der Polizeidirektion Osnabrück begrüßen. Als Direktor des Instituts für Islamische Theologie ist es mir ein besonderes Anliegen, heute zu Ihnen zu sprechen, aus 2 Gründen. Zum einen wirkt das Symposium mit seinem interdisziplinären Charakter weit über die Grenzen Niedersachsens hinaus und erreicht bundesweit die unterschiedlichsten Multiplikatoren aus den verschiedensten beruflichen Kontexten. Und so ist es auch heute, meine Damen und Herren. Mit mehr als 230 Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben Sie diverse Möglichkeiten des fachlichen Austausches und der Vernetzung. Ein weiterer Grund, warum ich hier zu Ihnen spreche, ist, dass sich das Symposium zur Aufgabe gemacht hat, die Themenschwerpunkte zu fokussieren, die die Menschen am meisten tangieren, die den Menschen sozusagen unter den Finger brennen. Darin sehen wir einen großen Mehrwert und verankern damit das Symposium mitten in der Gesellschaft. Und auch heute möchten wir mit Ihnen gemeinsam einen Themenschwerpunkt, der seit Jahren eine gewisse Omnipräsenz erfährt, diskutieren. Ein Thema, das die Menschen betrifft, verunsichert und auch mit Sorge erfüllt, nämlich das Thema Sicherheit und Sicherheitsgefühl. Ein Thema, das durchaus ambivalent ist und sehr kontrovers diskutiert wird. Denn Sicherheit, und das haben wir nun in den letzten Jahren immer wieder gesehen, ist auch ein Gefühl, das nicht immer mit den realen Risiken korrespondiert. Und doch sind wir täglich Risiken und Gefahren ausgesetzt, insbesondere in einer globalisierten Welt. Inwieweit sich diese beiden Realitäten gegenseitig beeinflussen und welche Wirkkräfte dabei entfaltet werden, das wird unter anderem ein Schwerpunkt des heutigen Symposiums sein. Es ist Aufgabe der Wissenschaft, gesellschaftlichen Phänomenen nachzugehen, zu hinterfragen, zu erforschen, zu erklären und Lösungsansätze zu erarbeiten. Insbesondere auch, weil viele der aktuellen gesellschaftlichen Debatten, und das ist kein Geheimnis, entlang der Themenfelder Islam und Muslime in Deutschland verlaufen. Sehen wir uns als auch noch sehr junge universitäre Disziplin selbstverständlich gefordert und verortet. Warum haben Menschen bei einem muslimischen Bevölkerungsanteil von ca. 5% das Gefühl, dass sie islamisiert werden? Woher rühren diese Ängste? Wo sind Angstbeschleuniger zu identifizieren? Wie wird Islamfeindlichkeit geschürt, die ja seit Jahren einen rasanten Anstieg erfährt? Wie können diese gesellschaftlichen Konfliktlinien Radikalisierungstendenzen begünstigen oder als Rechtfertigung für propagandistische Rekrutierungsstrategien missbraucht werden? Aber noch viel wichtiger, finden wir die richtigen Antworten auf die vielen Fragen? Korrespondiert die Infrastruktur der Radikalisierungsprävention in Deutschland mit der tatsächlichen Gefahrenlage? An welchen Qualitätsstandards orientiert sich die Präventionsarbeit? Und findet die Präventionsarbeit immer die probaten Mittel? Aber auch, welche Rolle spielen die Medien? Ohne Zweifel erleben wir schon seit Jahren eine massive Vertrauenskrise in den Medien. Kampfbegriffe wie Lügenpresse und andere weisen nicht nur deutlich darauf hin, sondern sie unterstellen nicht selten auch eine tendenziöse Berichterstattung. Ist das so? Welche Rolle spielen die Medien in unserer aufgeheizten gesellschaftlichen Debatte? Diese und weitere Fragen sind exemplarisch für die Themenfelder, mit denen wir uns am Institut für Islamische Theologie schon länger auseinandersetzen. Dabei wissen wir, das Präsidium der Universität Osnabrück steht an unserer Seite und danken an dieser Stelle auch dem Präsidium für die langjährige Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen. Gleichzeitig möchte ich mir an dieser Stelle auch 2 Sätze zu dem erlauben, was mein Präsident vorhin anlässlich unseres Institutes an Position dargelegt hat.
Wir befinden uns momentan als Institut für Islamische Theologie, das ja das größte seiner Art deutschlandweit ist, mit 8 Professuren, in einer wichtigen und schwierigen Umbruchphase. Gerade die Hälfte der Professuren ist momentan besetzt, was dazu führt, dass natürlich eine enorme Lehrbelastung existiert am Institut. Und wir bemühen uns im Hintergrund, teilweise auch öffentlich, wie Sie das hier auch verfolgen konnten, dass dieser Status zügig überwunden werden kann und wir wiederum mit den Ressourcen, die uns das Land seit Jahren zur Verfügung stellt, in voller Ausstattung arbeiten, forschen, lehren kann und zur Verfügung unserer Studierenden wie auch der Gesamtgesellschaft dadurch beitragen können. Und insgesamt sind wir sehr optimistisch. In der Tat, alle demokratischen Parteien dieses Landes hier in Niedersachsen, egal ob nun in Opposition oder in Koalition, haben dieses Institut gleichermaßen im Konsens unterstützt. Das gibt uns eine große Rückendeckung, denn ohne diesen gesellschaftlichen Rückhalt, ohne diese politische Unterstützung, wäre unsere Arbeit im universitären Rahmen in dieser Form sicherlich nicht umzusetzen. Das heutige Symposium soll Ihnen einen Einblick in unsere Forschungsarbeit geben und Sie zum Mitmachen und Mitwirken einladen. An dieser Stelle möchte ich auch der Polizeidirektion Osnabrück herzlich für die langjährige, gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit danken, von der wir alle profitieren. Insbesondere habe ich zu danken als Leiter des Instituts für diejenigen Personen, die diese ganze Veranstaltung im Hintergrund organisiert haben. Für die Polizei waren es, soweit ich informiert bin, Frau Ide und Herr Adamczyk. Habe ich den Namen? Bitte? Adamczyk, ja, da sehen Sie es. Also, wir haben den Spieß jetzt umgedreht. Ich habe den Namen falsch ausgedrückt. Verzeihung bitte, Herr Adamczyk, Frau Ide. Von Seiten des Instituts waren Frau Bartlakowski, Adamczyk, Bartlakowski, ja, das so viel zur Migrationsgesellschaft in Deutschland. Ich komme hier ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und mir ist es sehr bekannt, diese Namen. Aber auch Herrn Schatschida, Sie vier würde ich kurz bitten, aufzustehen, wenn das möglich wäre. Ich beende meine Rede. Vielen Dank, Herr Utscher. Wir wünschen dem Institut weiterhin viel Erfolg und weiterhin so viel positive Öffnung in die gesellschaftlichen Fragen und Problemstellungen hinein, wie Sie das in den vergangenen Jahren hier in Osnabrück geleistet haben.